Das Ding hier haben wir auch noch nicht, ne? Das könnten wir rein theoretisch hier unten mit irgendwo hinstellen. So, hier würde es auch hinpassen. Dann hätten wir das hier platzeffizient genutzt. Ich überlege gerade, ob ich hier den Eingang hinpacke. Ich glaube, ich packe es lieber hier hin und mache den Ausgang hier rüber. So, dann haben wir da einen schicken Bogen. Dann können wir hier so ein bisschen den Weg hinbauen. In der Zeit testen wir das einfach mal. So, wo habe ich denn meine Wege hier hin? Nicht das Rot. Hui. So. Hui. Wir schlängeln uns. Nee, nicht daran. Nicht daran. Nee. So, wir schlängeln uns weiter. Vor allem nicht daran. So, noch einmal rum. Ups, ups. So. Mal gucken. Ina, vielleicht können wir ja auch einen Treffpunkt ausmachen und dann bekommst du deinen Knuddler. Oh Gott, was für ein Horrorteil. Ja. Können wir tatsächlich auch machen. Ich würde dir dann schreiben, wenn ich den ersten Tag da war, damit ich irgendwie die Location so ein bisschen besser einschätzen kann, wo es sich gut macht. Und dann würde ich dir einfach schreiben. Entweder hier bei Twitch oder über irgendwie anders. Weiß ich nicht. Ich muss mir sagen, wo du erreichbar bist, dann schreibe ich dir darüber. So. Wir haben das Ding platziert. Dann können wir rein theoretisch jetzt auch mal wegen Money gucken. Boah, 9 Euro. Ich mache mal auf 99 hoch. Mal gucken, ob sich das lohnt. Und dann stellen wir das hier mal auch auf 10 Minuten. Wow, einfach so bäm. Und eröffnen das mal. Bei den Farben hätte ich gerne auch nochmal geguckt. Können wir da nochmal ein bisschen was anpassen? Ich finde das Blau irgendwie nicht so cool. Hätte sie von der Atmosphäre her gerne so ein bisschen mehr hier in die Szenerie angepasst. Ja, so gefällt es mir irgendwie besser. Dann sticht das nicht so krass hervor. Oh, hier haben wir ein bisschen mehr Müll. Parkverwaltung, Personal. Ach Mensch, hier ist nur noch einer da. Das gibt's ja gar nicht. Da stellen wir dann vielleicht mal noch jemanden ein, oder? Der hier so ein bisschen hilft. Vielleicht sollten wir einfach einen Mülleimer hinstellen. Wäre vielleicht natürlich auch ein Plan. Mülleimer. So, hier genau an die Kreuzung. Dann können die Leute da ihren Müll auch wegschmeißen. Das ist ja gar nicht mal so unübel. So, jetzt wollte ich mal bei ihmchen hier gucken. Okay, bei ihm ist die Arbeitsauslastung niedrig. Wir geben ihm mal gleich eine Gehaltserhöhung, dass er sich hier erst gar nicht für irgendwas beschwert. Hat er jetzt die andere Person eigentlich gekündigt gehabt? Verkäufer. Nee, doch. Oh, doch, sie verlässt den Park. Ungünstig. Und er hat auch schon wieder keinen Bock mehr. Das gibt's doch gar nicht. Ah, gut, okay, wir stellen dann mal wieder jemanden ein. So. Hier warten wir mal noch. So, wo geht sie hin? Unterwegs zum Laden. Okay, sie macht das schon. Dann viel Spaß. Twitch und über WhatsApp. Mehr Möglichkeiten habe ich leider nicht. Dann würde ich das auf jeden Fall über Twitch machen. Dann schreibe ich dir auf Twitch, wenn ich mehr weiß. Und dann sollte das auf jeden Fall alles funktionieren. Seht ihr, über Twitch wäre ich eigentlich auch erreichbar. Müsste eigentlich funktionieren, dass sie mir über Twitch auch eine Nachricht schickt. So, das müssen wir mal ausprobieren. So. Wie sehen unsere Finanzen aus? Immer noch 2800. Gott, wie sollen wir das denn auf die 4000 schaffen? Ja gut, warten wir mal ab, was unser neues Fahrgeschäft hier so bringt. Auf jeden Fall kommen ja schon mal Leute hierher. Haben wir hier irgendwo noch mal Toiletten gehabt? Hier ist so ein Dingel. Da geht es einfach nur runter. Da waren die Toiletten. Rein theoretisch könnten wir hier noch mal eine hinplatzieren, so dass vielleicht auch dadurch noch mal ein paar mehr Leute angelockt werden. Toiletten. Wollen wir die Piratentoiletten nehmen? Dann passt es hier auch ein bisschen besser zur Szenerie an sich. Oh, das war schon wieder die falsche Taste. Y. Achso, das sind die Durchgangstoiletten, ne? Dann machen wir die vielleicht auch hier von beiden Seiten zugänglich, oder? Das ist dann, glaube ich, der bessere Plan an sich. Ja, das geht mit Anflüstern. Na Mensch, dann passt das ja. So. Wir brauchen jetzt hier den Weg. Das ist, glaube ich, der, oder? Oder? Ja, das ist der. Sehr gut.
So. Dann verbinden wir das mal damit und gehen mal hier lang. So. Und dann hätte ich hier gerne nochmal so einen kleinen Bogen drin. Gut, dann schauen wir mal in die Szenerie, was wir hier irgendwie ein bisschen hübscher machen können. Haben wir hier schon irgendwie ein paar Bäume? Hier wachsen ein paar Palmen raus. Dann können wir hier rein theoretisch auch so ein bisschen bei den Palmen bleiben. So. Hier haben wir nochmal ein bisschen was Schrägeres. Oh, jetzt hat schon wieder X gedrückt. Das gibt's gar nicht. Mann, warum drücke ich immer X? Vielleicht, weil das Y einfach so nah dran hängt. Man weiß es nicht. So. Dann passt das ja schon mal ganz gut. Aber ich hätte irgendwie gerne noch so ein bisschen... Ja, sowas hier halt. Was noch so ein bisschen rausguckt und hier die Ecken ein bisschen kaschiert. So ein bisschen hier hinten, ein bisschen hier drumherum. Die Musik, also dieses Lied, erinnert mich auch irgendwie total an das Lied aus dem Trailer von The Last of Us 2. Oder? Ich finde, das ähnelt dem sehr. Also das Instrument zumindest. So. Ha. Wir könnten es ja noch mal mit einem Stein probieren. So, jetzt liegt hier auch nochmal ein krasser Stein. Okay, das ist ein sehr großer, krasser Stein. Auch ein großer, krasser Stein. Der nimmt ein bisschen sehr viel vom Bild. Hier haben wir auch noch viel Stein. Ich pack den mal hier zwischen. Dann haben wir da nochmal so einen richtig schönen großen Felsen. So, Diebstahl. Ich guck mal wieder in die Personalverwaltung. Ne? Da haben wir immer richtig viel Spaß hier. Chief Beef hat immer noch keinen Verkäufer. Hä, wer ist denn gerade nicht da? Wartet auf Kunden, wartet auf Kunden. Bedient Kunden, wartet auf Kunden. Wartet auf Kunden. Hä, aber da muss ja bei Chief Beef jemand sein, oder? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen tatsächlich. So, wo ist Chief Beef? Hä, da ist doch wer. Und das Pam bedient das Ganze. Und Pam ist doch eigentlich ganz glücklich gewesen, oder? Pam ist sogar sehr glücklich. Pam ist die, die wir jetzt zum Schluss eingestellt haben. So, Pam kriegt gleich mal eine Gehaltserhöhung hier. Ne, Pam? Wir freuen uns, dass du da bist. So, ist doch, das läuft doch. Pam hat ein bisschen dahin gebraucht. So, hier unten können wir auch noch hinlaufen. Ich verbinde mal die Wege hier, oder? Ich glaube, ich fände das ganz gut. So. Hui. So, dann haben wir da schon mal den Weg verbunden. Und dann können wir mal hier außenrum noch gehen. So, Zachariah hat jetzt auch gekündigt. Darauf haben wir eigentlich nur noch gewartet, nachdem wir ihn 1000 Ausbildungen finanziert haben. Richtiges Träumchen. So, haben wir hier so einen kleinen Kreis. Na Mensch, ist hier wenigstens... Ach wow, das Schiff ist auch noch nicht miteinander verbunden. Und hier haben wir einfach nur so ein Bogding rumstehen. Ja gut, dann lassen wir den Weg hier auch noch mit ranführen. Hätte ich gerne irgendwie ein bisschen schräger gehabt, aber so geht's natürlich auch. Aber gut, jetzt sind alle Wege miteinander verbunden. Außer das Teil hier hinten, aber da haben wir auch noch kein richtiges Dingel, was wir da hinstellen wollen. Und irgendwie mehr Einnahmen haben wir auch noch nicht gemacht. Ha! Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Stellen wir denn da jetzt noch hin? Haben wir Wild Blue schon irgendwo? Nee, ne? Hätte ich zwar auch eher vielleicht da hingestellt, aber wenn wir jetzt gerade hier in der Ecke schon mal sind. Frank, ich glaube, wir stellen das auch gleich nach ganz hier hinten. Das würde mir irgendwie besser gefallen, wenn das hier passen würde. Okay, hier würde das passen. Dann lassen wir das einfach mal hier enden. So, testen wir mal. Und machen wir das Ganze mal auf 99, wie das andere Ding auch. So, Wege. Müssen wir hier mal mit dem roten... Ach, mit dem roten. Hallo. So, mit dem roten Weg lang. Sodale. Geh mal weg. Nee, es hasst uns. So, Eingang platzieren. Wo packen wir den denn hin?
Ach, machen wir ruhig mal da in die Ecke. Und den Ausgang zaubern wir mal hier unten drunter weg. So. Wege. Hui. So. Dann haben wir hier schon mal den Ausgang platziert. Jetzt brauchen wir hier noch den Eingang. Wubbedi. So. Wow, jetzt wollte ich das so richtig gerade machen und dann passt es gerade einfach nicht ran. Ach, Menno. Ja gut, aber wir können auf jeden Fall... Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, jetzt habe ich das ganze Ding in Holzfarben angepasst oder was. Ja, ist auch egal. Wir machen es hier einfach mal auf. So, packen hier mal alles auf 10 Minuten und dann wollte ich mal bei der Parkverwaltung gucken. Immer noch unbewertet. Errungenschaftsfortschritt, okay. Ich wollte mal gucken. Hausmeistermäßig läuft es hier so lala. Auch nach gefühlt 1000 Fortbildungen. Und er hatte hier noch gar keine, weißt du. Animateure, oh wow. Er hat irgendwie auch keinen Bock mehr. Und er hält 0 Gäste. Ist ja ein Träumchen. So. Oh wow, wir haben es geschafft. Uhu, wir haben es geschafft. Oh Gott, voll gut. Hui, wir haben es geschafft. Alter, wir haben es geschafft. Richtig, richtig gut. Yay. Mensch, jetzt wollte ich hier gerade das noch schön machen. Ah, weil heute so ein richtig heißer Tag ist leider, würde ich jetzt hier das noch hübsch machen. Und würde dann, glaube ich, aber auch für heute Schluss machen, weil ich habe echt das Gefühl, ich falle hier gleich um. Und ich glaube, da ist uns allen mit nicht geholfen, wenn ich mich hier gleich verabschiede. Und deswegen mache ich hier gerade nur noch mal so fürs Auge hier ein paar Laternen hin, so der Vollständigkeit halber. Und dann würde ich, glaube ich, auch Schluss machen und jetzt nicht unbedingt noch einen neuen Park anfangen, weil mir geht es gerade irgendwie echt nicht so gut. So, das passt. Dann verschieben wir das mal hier auch noch. So, ein bisschen nach da. So, nee, zu viel. So. Und noch ein Stückchen nach hier, nicht zu viel. So. So, dann haben wir hier auch noch die Laternen. Ja gut, man könnte jetzt hier vorne das auch noch machen. Aber andererseits, ich befürchte, wir werden eh nicht in den Park zurückkehren. Ha, aber es war ein schöner Park. Ich mochte den echt gerne, vor allen Dingen, weil der jetzt auch mal ein bisschen größer war, so dass wir hier ein bisschen mehr ausgebaut haben. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Vielleicht gucken wir uns so Parks dann später nochmal an. Ich bin gespannt. Ha, aber auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zusehen hier. Und wow, Schiefe Beef hat mal wieder keinen Verkäufer. da fehlt jetzt wieder jemand, weil Zack Wire getötet, gekündigt hat. Verkäufer, da wollten wir noch jemanden einstellen. So, bitteschön. Da such dir mal das leere Gebäude, bitte. Das wäre ganz toll, wenn du das finden würdest. So, jetzt haben wir hier immer noch einen. Hallo, geh mal weg. So, unterwegs zum Laden. Perfekt. Und ja, dann bin ich mal gespannt, welcher Park hier der nächste wird. Beziehungsweise welches Thema. Wir haben jetzt, glaube ich, sogar... Haben wir schon das komplette Thema abgeschlossen? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken.